Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Rising Revengeance. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben in diesem Wohnkomplex. Ich glaube immer noch auf der Mission, diese Organisation zu zerschlagen, die Experimente an Kindern durchführt, indem sie ihre Gehirne rausnehmen und die in VR-Training schulen und dann zu Killern ausbilden. Und ich glaube, das war so unser Ziel. Ich hoffe es. Wie gesagt, die Story ist jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll wie jetzt eine aus den richtigen Metal Gear Teilen, aber trotzdem kann die manchmal ein bisschen verwirren und wenn man schon länger nicht mehr gespielt hat, so wie das bei mir jetzt der Fall ist, vergisst man auch manchmal ganz gern was. Ja, ich hatte nämlich in letzter Zeit mal wieder keine Zeit, wirklich aufzunehmen. Unter anderem wegen viel zu tun. Dann hatten wir auch noch Besuch. Und ja. Da will man ja jetzt nicht unbedingt dann da stehen und Let's Plays machen. Und ja, wir hatten eine Woche lang Besuch von Freunden. Was ganz cool war. Aber da kann man halt keine Let's Plays machen. So. Und ich musste mich heute jetzt dazu... musste ich auf jeden Fall Let's Plays machen, weil im Laufe der nächsten Woche... Wenn ihr das seht, ist es schon lange vorbei, Gott sei Dank. Aber im Laufe der nächsten Woche wird das Sprechen für mich ein bisschen erschwert werden, weil ich einen Zahnarzttermin habe, wo mir Zähne gezogen werden. Und das ist dann nicht mehr so geil. So. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, and of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Ja, aber der steht erst hinten an, meine Sicherheit. Ja, unbemannte Flüge, das kommt vielleicht bald auch auf uns zu. Ich habe letztens ein Video gesehen mit Auto, das einen mit einem Auto, das Dingens hat, einen Autopiloten quasi von selber fährt. Und boah, da ist mir echt unwohl geworden. Da ist nichts passiert in dem Video, also es sah alles sehr gut aus. Aber ja, da kriegt man schon ein bisschen Bammel, wenn man sieht, dass das so auf einer hohen Geschwindigkeit über die Autobahn fährt und anderen Autos zu nahe kommt. Dann wird einem da schon ein bisschen mulmig. Aber okay, mal abwarten. So, wir dürfen uns jetzt hier so richtig cool über den Kran fortbewegen. Wir können schon mal hier so ein bisschen unser Gebiet in Auge nehmen und da sehen wir schon, da wird schon auf uns gewartet. Aber gut. Ist ja nichts, was wir nicht handeln können. Zumal wir unseren coolen Kampfstab dabei haben. Alter, ist gut. Ist eh keine Chance. Zack. So. Oh, da oben hängt einer in der Luft. Gucken, ob ich den gleich da irgendwie runterholen kann. Ja. Guck mal hier. Kein Problem. Zack. Oh, der hatte auch noch einen Arm. Habe ich? Oh, ich habe den Arm erwischt. Sehr gut. Ja, verlass dich nicht drauf. Ich habe ja eben auch schon einen getötet, der so einen Arm hatte. Ich leg's da nicht so drauf an. Es tut mir leid. So, ich weiß noch, dass das Gebiet mir hier nicht so gefallen hat, weil diese Häuserdächer hier, die sind natürlich sehr trist. Und bei mir ist die Spielwelt tatsächlich bei einem Spiel sehr, sehr ausschlaggebend, wie gerne ich es spiele. Weil wenn das Spiel an sich cool ist, aber die Levels dahinter oder die Spielwelt, dann interessiert es mich wirklich schon weniger. Das ist echt krass manchmal. Da kann das Gameplay und so noch so gut sein, aber wenn die Spielwelt nichts taugt,
dann bringt's auch nichts. Das ist zum Beispiel so eine Sache, es kommt jetzt bald, ist auch gut, in ein paar Tagen, für euch ist es wahrscheinlich schon wieder Monate her oder so, kommt Control raus von Remedy, den Max Payne machen. Und dann sieht das Gameplay echt spaßig aus. Aber dass das alles in so einem Haus spielt, was ziemlich trist aussieht, auch wenn das die Grundidee dahinter interessant ist, weil das Haus ja wohl irgendwie lebendig ist und sich verändert und so, aber es sah halt optisch nicht so geil aus von der Architektur und den Levels her. Ich habe es mir auch nicht geholt oder habe es auch momentan nicht vor, mir das zu holen, weil da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die mich da so ein bisschen abschrecken. Weil die da ja auch angekündigt haben, so ein Metroid-Spiel-Design einzubauen. Das heißt, man ist an Orten und da gibt es mehrere Wege, an die man noch nicht durch kann. Und erst später im Spiel, wenn man dann bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet hat, kann oder muss man nochmal dahin zurück, um dann diese Wege zu öffnen. Und das ist auch was mir gegen den Strich geht. Ich finde als Spieler sowieso schwer. Die Spiele, die ich gerne spiele, sterben momentan eh mehr aus, weil ich bin ja eher so ein linearer Story, geil inszeniertes Abenteuer erlebender Spieler. Und in einer Zeit, wo fast alles noch auf Online oder Open World oder sowas gesetzt wird, bin ich da so ein bisschen allein mit meiner Meinung, leider. Aber okay. Immerhin haben wir noch Metal Gear Rising, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, was ja ein sehr linear getriebenes und cool inszeniertes Spiel ist, aber trotzdem auch hier für mich keine überzeugende Level Architektur hat in dem Spiel. Es gibt ein paar Orte, die sahen ganz cool aus, andere wiederum, wie jetzt das hier, ist wieder so dieser Platinum Games Baukasten. Finde ich. Aber okay. Gibt Schlimmeres. Ist ja trotzdem kein schlechtes Spiel. So, kaputt. Oh, guck mal. Mal wieder ein Heli. Haben wir denn noch einen? Oh, ich habe meine Box. Die bringt mir jetzt, glaube ich, nichts hier. Ach, guck mal, aber kommt auch so freiwillig zu uns runter. Aber ich habe ihn jetzt nicht erwischt. Haben wir noch irgendwie was zum Schießen? Sekundär. Ja, tatsächlich. Sogar zielsuchend. Au. Erwischt. Ich durfte sogar noch gerade was einsammeln. Lass mich raten, er ballert gleich wieder auf uns. Oder auch nicht. Ach, Mist. Doch, tut er. Natürlich. Gut, dann können wir ihn aber wenigstens so wieder so auseinandernehmen. Was ja auch immer ganz cool aussieht. Badabam. Weiter geht's. Ja, das nervt halt auch manchmal ein bisschen, dass nach jedem kleineren Kampf kriegt man eine Bewertung. Und dann darf man erstmal im Moment nicht weitergehen. So Bewertungen in so Kampfspielen finde ich sowieso immer kacke. Das ist bei Devil May Cry auch immer so gewesen. Das fand ich schon immer dumm. Weil ich da auch keinen Wert drauf lege, dass ich da jetzt irgendwie richtig geil kämpfe und mir das da noch einer sagt. Komm schon. Zack. Kaputt. Ich weiß, wenn die so blau leuchten, könnte man die auch schon wieder mit dieser Schnittmechanik auseinandernehmen, so wie hier jetzt. Oh, ich glaube, der hat einen Arm. Aber ich habe da auch nicht immer Bock drauf. Okay, ich glaube, der Arm, den habe ich mit zerstört. So, okay, weiter geht's. Legen wir mal einen Zahn zu hier. Kann ich nicht angehen. Okay, vielen Dank. Ja, okay, wie es aussieht, darf ich diesen Aufzug auch nicht fahren, sondern muss ihn erklettern, oder? Ah, warte mal. Ah, ja. Whoa. Es war jetzt anders als gedacht, aber es hat geklappt. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains.
This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Wo recht hat? Zack. So, und schon ist es nicht mehr so dunkel. Ohne sieht so aus. Schon nicht geil, oder? So. Oh, aber das Problem, ihr seht schon, sobald ich schlage, geht diese Sicht weg. Das heißt, wenn uns Gegner hier entgegenkommen, was sie definitiv tun werden, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ah ja, ich kann sogar, seht ihr, da kommen auch schon welche. Da sind wieder diese komischen Gorillas. Gorillas! Okay, und auch wenn ich losrenne. Das heißt, in diesem Modus können wir nur normal laufen. So, ich sehe zwar nicht, was er da macht, aber ich glaube, ich habe ihn erwischt. Scheiße, das war es auch wieder mit nicht entdeckt werden. Aber so ist das immer bei mir. Ich bin kein Stealther. Immerhin bleibt es dann ein wenig hell. So, okay. Da hinten läuft noch einer. Den versuche ich mal... Boah, wieso springt der jetzt weg? Der hängt jetzt an der Wand. Na super. Okay, vielleicht kommt der gleich wieder runter. Dann könnte ich ihn erwischen, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle. Und ihr wisst, das ist bei mir nicht ausgeschlossen. Badabam. Okay, sehr schön. Zielsuchrakete. Ist ja nie verkehrt, ne? Man weiß ja nicht, wie viele... Wer hat mich da jetzt gesehen? Ach, die Mozartkugeln wieder. Wie viele Helikopter noch kommen, wollte ich sagen. Ihr Scheißdinger, ihr macht mir jetzt auch keine Probleme hier. Okay, es geht noch weiter. Da kommen auch schon wieder die nächsten Gegner. There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Machen wir, sobald wir den hier ausgeschaltet haben. Alter, wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ey. Was soll das hier werden? Langsam reicht's mit euch. Zack. Weg mit dir. Katsching. So. Noch ein Problem. Ah, da hängen mal wieder die Mozartkugeln an der Decke. Und ein Gorilla steht auch noch da. Auch gesehen hat, weil ich wieder richtig dumm mitten reingesprungen bin. Aber egal. Leute, ihr müsst das mittlerweile gewohnt sein von mir, dass ich hier nicht durchstylte. Das hat bei Metal Gear Solid auch schon fast nie geklappt. Ich bin zu ungeduldig für sowas. Boah, Alter. Hey. So. Werfen wir ihn nochmal durch die Gegend. So. Was ist so, will noch jemand was? Ah, das war's anscheinend. Super. Kann die Anzeige jetzt bitte weggehen? Ich kann sonst meine Sicht nicht einsetzen. Na, guck mal, da geht's weiter.
So, sehr schön. Wenn es nach oben geht, ist es immer gut. Raiden, it would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose, and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Okay, und über verletzende Wahrheiten sollte man ihm auch noch was beibringen. Aber es ist endlich wieder hell. Oh, guck mal, und wir haben einen schönen Laptop, den wir uns noch hier mitnehmen können. Ah. Ja, super, und wer direkt angegriffen von wieder so einem großen Mech. Da habe ich mich gerade darüber gefreut, wieder an der Oberfläche zu sein. Und dann sowas. Naja, kann ja nicht alles haben. Eine gute Idee. Das wären ja dann die hier, oder? Kann man, glaube ich, auch gucken, wenn man das Ding anmacht. Ja. Gut. Machen wir das mal. Zack. Erste Stütze ist kaputt. Sowas ist cool. Sowas sollten die öfters einbauen, finde ich. Aber das machen sie leider. Also diese Schnittmechanik in dem Spiel schon cool. Aber sowas wie jetzt hier gerade eine Brücke zum Einsturz bringen, weil da Gegner drauf sind, sowas kommt im Spiel dann halt selten vor, weil die haben die wirklich nur dafür benutzt, Gegner auf stylische Art und Weise zu zerschneiden. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Was war der schon kaputt? Oh, okay. Das ging jetzt schnell. Ich wollte ihn eigentlich noch stylischer auseinandernehmen, aber gut. Ja, klar. Als ob ich das schaffe. Aber okay, versuchen wir es mal. Ah, da sind sie, okay. Bezweifle es ja. Ich werde versuchen, den da oben auszuschalten, auf jeden Fall. Weil der sieht mir gefährlich aus. Ich habe seinen Arm wieder zerstört. Hat wieder nicht so geklappt, wie ich das wollte. Aber ich habe den Typen auf jeden Fall. Komm, nehmen wir den auch direkt. Okay, der andere sieht mich jetzt auf jeden Fall. Er steht nämlich auch genau in meiner Richtung. Egal. Das war jetzt eigentlich das Problem. Ach, da kommt wieder so ein Dicker. Ach komm. Geh mit deinem Hammer. Au. Alter. Hau aber doch ganz schön rein, muss ich sagen. So ein Gegner sind, die dann andauernd angreifen. So. Hat dir auch nichts gebracht. Sehr schön. Sicher, wir haben es auch geschafft. Zu Befehl. Scheint ja irgendwo hier oben zu sein. Guck, solche Bereiche hier sehen schon einladend aus, muss man sagen. Auch wenn die Gegner rumstehen, die mich tot sehen wollen. Aber das ist man als Raiden ja gewohnt. Nicht nur die Gegner hier wollen ihn tot sehen, sondern auch viele Fans wollten ihn lange Zeit tot sehen. Ich weiß noch, was das für ein Shitstorm war damals, als Metal Gear Solid 2 rauskam und dann man, Raiden spielen musste und nicht mehr Snake, die sich alle so abgefuckt haben.
Also es war schon damals so, dass Leute alles gehatet haben. Nur nicht so extrem wie heutzutage. Heute gibt es ja entweder nur noch Hate oder Hype. Hate oder Hype. Mehr gibt's, dazwischen gibt es nichts, wo man einfach nur sagt, ja, ist ein gutes Spiel. Aber fast nicht mehr. So. Das können wir auch zerschneiden. Also das ist schon cool, dass man das auch so alles zerschneiden kann, aber wie gesagt, es macht halt keinen Sinn, außer dass es ganz nett aussieht. Manchmal auch ein bisschen unrealistisch. Aber die haben es spielerisch halt nicht so geil verbaut. Jetstream Sam. I heard you chopped the lab director in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child soldier, fighting for the children. Please, what do you really expect to accomplish here? Play savior to a bunch of brains? And what? Earn a medal? Think about it, Jack. No matter how many Mexican kids we've cut or Africans we bury, the first world looks away. No one gives a shit. Not the media, not the politicians, certainly not the average Joe. Too busy fretting for money, for sex, religion, fame. Ja, da hat er leider teilweise gar nicht so Unrecht, was er so sagt. Aber trotzdem ist es halt falsch, sowas mit Kindern anzustellen. Das ist auch cool. Eine holographische. Das kommt bestimmt mal irgendwann auf uns zu. Holographische Werbung. Ich meine, es gibt ja schon Hologramme so in der Art. Da wird das bestimmt auch irgendwann soweit sein. A means to an end, to protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually, they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Please, God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life! I watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit! Goddamn, IED took my leg. I needed a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden?
finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! Ja, ich kann es trotzdem nicht verhindern. Ich muss es trotzdem in zwei Hälften schneiden, aber es ist schon eine coole Thematik, was die da jetzt ansprechen. Da kriegt man echt ein schlechtes Gewissen teilweise. Weil Unrecht hat er ja nicht, sagen wir mal so. Aber irgendwie haben auch beide Seiten recht. Ich meine, sie haben sich dazu entschieden. Manchmal hatten sie allerdings auch keine Wahl, wie gesagt hatte. Deswegen, man kann es halt nicht allen Leuten recht machen. Aua. Ich meine, so ging es uns ja auch. Wir haben ja eigentlich die gleiche Erfahrung durchgemacht. Bis auf, dass wir nicht... Also, Raiden hat ja keine Wahl gehabt. Der wird ja direkt als Kindersoldat so dazu gemacht. Aber schon krass. Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not above my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Ja, da hat er wohl nicht ganz unrecht. Es war auch emotional sehr belastend für uns gerade. Aber okay, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, machen wir hier erstmal einen Cut. Und bevor ich den Part beende, würde ich nochmal einen unserer Crewmitglieder anrufen, weil das machen wir so selten. Gucken wir mal. Den Boris, den hören wir eigentlich relativ häufig. Rufen wir mal den Kevin an. Raiden? You okay? Yeah. They knew what they signed up for. Maybe life backed them into a corner. But they knew the risks. Exactly. A contractor's always balancing those risks against the money he's making. Those cops are no different. That. And they're actively helping Sundowner and Armstrong with all their shit. Having a bit of regret doesn't make killing kids okay. Yeah. They had to know they were working for the bad guys. Even if they didn't, it doesn't absolve them of all their crimes. Yeah. I know, Kev, but... Raiden? I don't have time to think about this right now. I need to get back to the mission. Roger that. Ja, natürlich versucht er sich das jetzt so, ja, einzureden. Ich meine, es stimmt ja schon teilweise. Es ist ja jetzt nicht so, dass er sich versucht, eine Lüge einzureden oder so, aber es soll natürlich sein Gewissen erleichtern. Aber ob das klappt, sehen wir in einem späteren Part, denn wir müssen jetzt erstmal einen Cut machen und ja, bis zum nächsten Mal zu Metal Gear Rising Revengeance. Bis dann.